Okay. So, Leute, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ich fang an. Was? Du fangst an. Übrigens, du bist sehr leise. Man versteht dich sehr schlecht. Ich find's nicht was gut, ich dass du ohne Zopf und ohne Ohrringe eigentlich. Leon? Ja. Okay. Ja, ist ja leise. Ich muss gerade erst eine Tonrunde machen. Ist irgendwas Neues dabei? Ich sehe gerade nichts. Ich habe bis jetzt auch noch nichts gesehen. Du arbeitest auch bei Klackers, Leon? So auch. Ich fange da nächste Woche auch an. Klackers-Taktik. Erstmal schön Frieden holen, Alter. Warum bin ich eigentlich Dritter, wenn ich den verfickten Raum aufmache? Hä? Keine Ahnung. Wieso sollte nicht gewürfelt werden? Warum sollte es gewürfelt werden? Weil du einen Vorteil hast, wenn du früher dran bist. Bist du dir sicher, dass es gewürfelt wurde? Ja, nicht gewürfelt, aber... Was hier ist ein armer Student? Da ist ein Typ. Okay. Das ist ja schön zum Arbeitsamt, ne? Und ihr geht ja alles, ihr geht ja alle ins Klackers. Ich bin unrealistisch, Alter. Wir, Marcel und ich gehen arbeiten, um Basti studiert, oder? Tja. Ja, tja. Bam, wir aus dem Leben. Ah, scheiße, ich hätte arbeiten sollen. Ich bin ja noch nicht drin, Leute. Ich bin noch nicht drin. Geh nochmal zurück. Jo, ineffizient. Ja, sorry, ich hab das halt nicht die ganze Zeit privat gespielt, wie ihr Keks. Ich bin so beruflich, Junge. E-Sport, Digga. Ja, ESL. No time to let's... Schon nice, ne? Ich freue mich gleich wieder auf Karten vorlesen, Leute. Kommen wieder bestimmt die tollsten Sachen. Willst du alle immer vorlesen, dann? Nee, ihr lest schön eure eigenen vor. Und du machst das doch so toll. Ja, ich weiß. Aber ihr müsst es ja auch lernen. Bärenkombo. Warum keine Bärenkombo? Viel zu teuer. Ich bin armer fucking Klackersarbeiter. Leon? Achso. Aha. Waiting room party. You spent the entire weekend in the waiting area of the ER. By the time you got assistance, it had fixed itself. Kind of. Geil. $30 verloren. Nice. Ballert. Dafür, dass du dich selbst verarztet hast. Naja, verarztet jetzt, jetzt nicht. Geld im Wartezimmer zu chillen? America. Ja, ja, das ist so Emergency Room oder so. Kann ja sein, dass das kostet. Ich sehe gerade unten, der kleine rote Pfeil ist die Zeit, die abläuft bei Leon. Ja. I see, I see. Könnte sein, dass wir die sonst immer auf unbegrenzt hätten. Kann sein, ja. Aber ist besser, wenn wir mit Leon spielen. Dann hast du schon eine Zeitung gekauft. Was bin die Zeitung? Das haben wir letztes Mal schon rausgefunden, dass du da dann gucken kannst, durch was du mehr Punkte kriegst. So. Durch Aktien, durch viel Laufen, das und das, die von Kaufen, keine Ahnung. Nee. Solche Sachen. Nein. Dieses Wochenende hast du versucht, der Erste in der Stadt zu sein, welcher den Kronos Relaxus sieht, doch du wurdest überlistet und er hat dich zuerst gefunden. Basti wird von Vögeln outplayed, oder? Ja, Basti hat eine sehr monotone Stimme, wenn er vorliest. Du musst halt alle seine Siegerlächeln auf den Vortrag konzentrieren. Dieses Wochenende hast du an einem... Oh Gott. Hast du an deinem gewinnenden Lächeln gearbeitet. Immerhin hat es dich nicht viel gekostet. Wieso kostet mich das $30? Ich krieg da die Wörter hintereinander her, ohne sich zu verhaspeln. Ja. Naja, auch nicht immer. Basti! Unterstütze dich doch mal, wenn ich... Mach,
Wir können Niklas doch jetzt hier nicht so runter machen. Ich bin auf deiner Seite, Massi. Büchenkombo. 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 Ein Abstieg in Mayale. Dieses Wochenende hast du mit deinen Freunden die Höhlensysteme unter Mount Mayale erforscht. Crazy. Crazy, oh, ey. Oh, ich hoffe, Leon wird wieder ausgeraubt. Wem wurde doch mal der Kühlschrank zweimal geklaut? War das Leon? Marse. Marse wurde doch immer alles geklaut. Zweimal hintereinander der Kühlschrank. Das war schon ziemlich stark, muss ich sagen. Oh, es müsste Fahrzeuge geben, oder? Gab's stimmt, nicht das Amt die Autos Fahrzeuge? Oder so ein Stiss, ne? Ja, dass man sich schnell bewegt. Das hatten wir aber schon mal. Fahrzeuge? Ach so. Ja, ja. Nee, nein, Fahrzeuge hatte ich noch nicht. Fahrzeuge hatte ich noch nicht. Safe nicht. Safe, Digga. Vielleicht kurz vor Ende. Oder nee. Und keine Ahnung was, bei fucking Vexcorp konnte man das kaufen. Nee, das ja. Letzte, was... Doch, da war. Da bin ich mir als nicht sicher. Als ob ich mit Marcel eine Runde gespielt habe, ohne dich, Niklas. Das weiß ich nicht. Ja, ja, du in deiner Scheiß- das ist doch die einzige Option, ja, oder? Ja, okay. Juggler, get on, Junge. Spend the entire weekend juggling everything you could. Finding your apartment with different results. $30 verloren dabei, scheinbar. Entspannen, Bruder. Zu schön. Ja, ey, ne, man muss da mal Pause gönnen. Ich hab einen Schiefen bekommen. Okay. Hasseln. Oder nicht? Ich oh, Hasseln, Junge. Nicht ich am Hasseln, Alter. Oh, ja, der ja. Ist tief, der ist tief. Bro, ja, ich hätte... Machst du nichts. Machst du nichts, aber Goldstein... Ja, 100... Bro, Alter, ich schwöre. Das ist fucking Sklavenarbeit bei Klackers. Oh, das tut mir leid für dich. Willst du dich ficken gehen, oder? Das reicht safe nicht, oder? Schade. Schade Schokolade. Ghostbusters, when there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Warte, die Rechnung ist wie hoch? $20. Oh Gott, hoffentlich muss ich nichts Englisches vorlesen. Da springe ich aber ganz schön schnell. Durchziehen. Durchziehen. Bühnenkombo. Ausgeklingt. Dieses Wochenende sind alle Türklingen in deiner Wohnungsanlage gleichzeitig abgefallen und das an einem Tag, nachdem die Garantie abgelaufen ist. Scheiße. Das ist schon mies. Die sind von Apple designed. Hier brauche ich auch 100. Ja, weil der alles aus Glas ist auch. Bühnenkombo. Ja, war knapp. Ey, du darfst Bärenkombo nicht sagen, wenn du keine Bärenkombo holst. Okay, aber es sorry. Bringt Glück. Du hast dieses Wochenende deine Glücksmurmel in die Gilbert-Schlucht fallen lassen. Der einzige Weg, sie zurückzubekommen, war durch eine Reihe von Bungee-Sprüngen. Das war die einzige Möglichkeit. Leon muss gleich Miete zahlen. Müssen also in der nächsten Runde ist Miete. Nicht alle Miete zahlen? Oh, ich muss Miete zahlen. Zahlt Leon für uns alle Miete? Wohnen wir in der WG? Neuer Sugar Daddy. Du bist ein Roboter. Ja und? Was ist hier für Rassismus gegen Roboter? Dafür gibt es bestimmt auch ein Wort. Vermutlich. Schalt, kreisophob. Hat nicht geklappt, schade. Okay, komm, Aktienbruder. Hier ist gut. Minus 81. Geld verloren. Miete. Rent for your decimal dentist checkup this weekend. You made an appointment for your next visit in 2030. Zahnuntersuchung. Okay. Zahnuntersuchung ist, tatsächlich das einzige, was ich glaube ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich muss mal wieder zum Arzt.
Also jetzt gerade ist nicht so geil, aber ich muss mal zu so einer einfach Teil alles Ärzte durchchecken. Ärzte sind böse. Boah, Junge, der Goldkuss ist so. Und ich will auch mal ein Blutbild machen, Alter. Wir wissen, wie. Fucking ungesund ich lebe. Wie bitte? Wir wissen, wie ungesund ich lebe. Bestimmt schon ein bisschen. Aber es gibt Leute, die ungesund leben. Danach darfst du nicht gehen. Ich sag ja nur, es gibt noch Schlimmeres. Was kostet das, dich bei der Uni einzuschreiben? 100er, oder? 150. Ah ne, das dritte kostet 150, das zweite. Keine Ahnung. Ich glaube, das erste kostet 50, das zweite 100 und das dritte 150. Muss man sich legere Kleidung kaufen, oder? Ne, die hast du jetzt, glaube ich, gerade. Okay. Ich glaube, ich habe noch voll viel Zeit übrig. Was tue ich denn? Was macht die Zeitung? Kann ich das hier kaufen oder brauche ich dafür einen Kühlschrank? Ich glaube, du brauchst einen Kühlschrank. Sonst verliert das. War meine Zeit nicht um? Ja gut, aber es ist ja auch nur für eine Woche, ne? Trotzdem, ich glaube, das verliert. Das war ein Fisch, als ob du den Fisch eine Woche ohne Kühlschrank irgendwo rumliegen lassen kannst. Geld. Geld per Pyramidenschema. Dieses Wochenende hast du gelernt, dass wenn Leute, das ist kein Pyramidensystem, sagen, es meistens bedeutet, dass es ein Pyramidensystem ist. Minus 26 Dollar, what the f***. Das fällt doch auf ein fucking Pyramid-Scheme rein, was hier bist du dumm. Aber die haben gesagt, es ist kein Pyramidensystem. Ja, okay, dann war auch ein Mistake. Da hast du dich bemuseln lassen. Hat Basti nicht gesagt, wir müssen Miete zahlen? Ja. Ich hab mir doch gar nicht. Habt ihr nicht Miete gezahlt? Ich hab Miete gezahlt. Ich hab bisher noch keine Miete gezahlt. Ich war noch nicht dran. Habe ich nicht mitbekommen, dass ihr Miete gezahlt habt. Das zweite kostet 75. Noch nicht mal 100. Was geht ab? Miete? TPK. Dieses Wochenende war dein DM mies gelaunt. Silva, dein Hype-Elf-Barbaren-Zauberer, hat dies nicht überlebt. Außerdem warst du da dran, dran, die Snacks und Limos zu bezahlen. Fuck die Limos, Alter. Miete ist fertig. Okay. Naja, Mietschulden ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, oder? Naja, ja, dass du bezahlen musst und wenn du noch nicht bezahlt hast, dann Schulden. In der Uni arbeiten, Alter. Nein, es war einer zu viel. Bist du siebenmal oder achtmal arbeiten gegangen? Miete ist fällig. Messer muss mit. Du bist gemacht. Dieses Wochenende ausgegangen, nur um herauszufinden, dass es sich um ein Bring dein eigenes Besteck Restaurant handelt. Englisch heißt der Titel Forkless. Ist viel witziger. Miete. Discarded treasure. You spent the weekend searching through the city dump for USB filled with bitcoins that you accidentally threw away. Clever. Versehentlich weggeworfen. Okay. Du kannst den Fisch immer noch essen, ne? Wir sind Roboter. Hä? Aber ich meine, also für einen Tag hat das ja gehalten jetzt, oder? Ja, aber also die anderen sechs nicht. Ja, das ist doch immer eine Woche. Ja, aber ich habe ja keine Zeit jetzt verloren, oder? Was sind die Penalty sonst? Ja, du hast jetzt Hunger, wenn du nichts isst, glaube ich. Ja, aber du musst doch jede Runde was essen.
Ich kann auch jetzt einfach jede Runde dieses Food für eine Woche kaufen, oder? 60 ist doch echt nicht viel. Ich verstehe den Drawback nicht. Bist du gesättigt? Gerade? Wo sehe ich das? Weiß ich nicht. Normalerweise hast du doch einfach weniger Zeit pro Runde, wenn du nichts gegessen hast, oder nicht? Ja, dann kriegst du auch eine Karte dafür. Ja, das habe ich nicht bekommen. Ja, dann. Einfach nur dein Essen ist vergammelt, so. Ja, okay. Interesting. Nee, fuck it. Leon, der Businessman. Ey, Digga, wieso ist der Weg so lang? Ist der behindert? Der ist zu Fuß, Junge. Wieso geht der denn komplett außen rum? Wie ist Scheiß? Digga. Ich höre, 3/4 der Runde ist einfach ganz unten. Siehe Regel 13.5.16. Dieses Wochenende hast du eine neue Sportart erfunden. Jetzt musst du nur noch einige Leute finden, mit denen du sie spielen kannst, welche bereit sind, die 1300-seitige Anleitung durchzulesen. Jo. Da ist Basti dabei. Hä? Hat Basti schon immer da gearbeitet? Nee, der war vorher im Klackers, oder? Ich war vorher im Klackers, das ist richtig. Das entspricht den Tatsachen. Vollkommen korrekt. 4 Karten, mit dem Chili Chillen. Dieses Wochenende hast du versucht, einen Inferno Boot. Was? Amazing. In einem Gericht zu verwenden. Du kriegst einen Freifahrtschein. Wie wird denn das ausgesprochen? Hey, aber wie wird denn das ausgesprochen? Was soll? Yolokia? Gut, Yolokia, Alter. Yolokia? Okay, ich glaube, bei mir stehen einfach andere Wörter auf Englisch. Du fühlst dich gestresst, du solltest dich etwas entspannen. Sein. Okay, cool. Welle der Kriminalität. Scheiße. Warum starte ich bei dir? Und du bist krank geworden. Ja. Geile Zeit heute. Leider keinen Sport gemacht. Ach, du hast keine Miete gezahlt, oh. Oh, und keine Miete. Niklas intet komplett. Er macht die Basti-Strat. Ja, stimmt. Schlecht spielen. Pommes. Einmal Pommes zu mitnehmen, bitte. Alchemistische Meisterschaft. Dieses Wochenende hast du erneut versucht, aus den blauen Nagetieren mit weißen Kappen, die deinen Garten übernommen haben, Gold zu machen. Du bist ein Viecher. Was sind das für Viecher? Blaue Nagetiere? Ah. Durchziehen, Bruder. Durchziehen. Wegen Kombo. Ich hoffe, du wirst nicht überfallen, ne? Ich hoffe, du wirst überfallen. Ich kann das geben, Junge. Ey, weißt du noch jemand, wie viel ein fucking Dings kostet? Bums? Ein 1000 bis 1000. $8 verloren? Es kommt ja drauf an. Ich glaub, 159. Nicht schlecht. Wieso, wieso ist mein Return dreimal drin? Keine Ahnung. Okay, aber ich habe Geld verdient, glaube ich. Ja. Huh. Minus 80, Junge. Ah, okay, true. Ich habe vergessen zu essen, einfach. Naja. Joe Public. This weekend you tried to speak against the government plan to play to lay a train track outside your bedroom window. Ich brauche neue Klamotten. Okay. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht überfallen. Ich hoffe, du wirst überfallen. Da gehen wir rein, Alter. Ich bin heavy am Gamblen einfach diese Runde. Der hat voll die schiefe Nase. Wer? Ja, die Reichen Dame da. Hat, um sich was zum Anziehen zu kaufen? Ich glaube schon. Einkaufszentrum, ich überhaupt noch hin? Guck mal, wie es eiskalt einfach schneller ist, oben rumzugehen. What the fuck? Okay. Casual. Ich würde direkt. Okay. Ist ja nur 50, Alter. Ja, das erste.
Der Bastu. Goldene Chance, du hast dieses Wochenende die Bergbaurechte für eine Höhle am Rande der Stadt gekauft. Du kannst die Silber- und Goldadern förmlich riechen. Ja, wieso? Das hat Marse aber patentiert. Ja? Ja, das ist... Minen. Das sind Marsens Minen dann. Du hast doch patentiert. Da habe ich einfach gelesen und nicht verstanden. Ich einfach deine eigenen Jokes nicht. Funktioniert ein Patent auch nicht. Du kannst, glaube ich, kein Patent auf einen Miner. Wollt ihr mich jetzt gerade natzen, Alter? Habt ihr schon vergessen, was in Minecraft passiert ist? Was? Du fühlst dich gestresst. Enttäuschende Realität. Du hast dieses Wochenende einen tollen Film über Schildkröten, die Kanalisation und giftige Abfälle geschaut. Die Realität, so hast du herausgefunden, unterscheidet sich ziemlich vom Film. Du brauchst neue Kleidung. Ich meine... Als wir Minecraft gespielt haben und Marse deine Mine gefunden hat und dann Leon auch Mine gefunden hat und Marse die ganze Zeit gesagt hat, dass da hat er ein Patent drauf. So. Ja, war wahrscheinlich ein Joke. Meinst du? Ist so ein wilder Guess. Oh scheiße, ich hab vergessen zu essen. Ja, du hältst das aus. Dein Stresslevel ist auch nur 6 oder so. Nach einer Reihe von unwahrscheinlichen Ereignissen an diesem Wochenende, einschließlich eines Zusammenstoßes mit einer Bande Juwelendiebe, landetest du als Teilnehmer in der Zirkusweltmeisterschaft. Ausgeraubt! Fuck. Ich habe nur 300, Alter. Was will der denn haben, ey? 300 Dollar. Fucking Bonds, Alter. Also $300, das ist ja Papiergeld für mich, ja? Was will man denn damit machen? Der Benz bezahlt sich nicht davon. Boah, irgendwann so reich zu sein und dann einfach in so ein Tesla-Geschäft gehen und oh, ich nehme mir mit. Kann man einfach so ein Auto kaufen in einem Auto? Also in so einem... Man bestellt die eigentlich nur, ne? Wie hieß nochmal das unten rechts? Was? Rechter C. Dieses Ding. Dies was? Was? Achso, Vexcorp. Vexcorp, genau da kannst du, glaube ich, ein Auto kaufen. Nein, ich meine hier, ich meine echt den Temp. Alter. Hast du das dann direkt oder musst du noch so eine Runde warten, bis du das bekommst? Oder wie sieht das aus bei Vexcorp? Ich meine den echt so. Du kannst doch kein Auto einfach, also aus dem. Okay, scheinbar habe ich wieder vergessen zu essen. Aber? Ja, okay. Ja, funktioniert nicht. Aber diesmal? Ach, keine Ahnung. Hä, das war doch. Erste Runde hat das einfach funktioniert. What the fuck? Oh. Rise of Vexbox. Bots. Vexcorp launched their new housework Vexbots this weekend. They've promised to push an update soon to fix a few flaws in their firmware, Alter! Das sind schwierige Wörter irgendwie! Wieso verliere ich Geld dadurch? Als ob ich mir so einen leisten kann! Geh erstmal ein bisschen joggen, Alter, du fühlst dich gestresst. Geh mal dein Maul halten erstmal. Ich finde. Wie oft muss man studieren gehen, um das zweite Upgrade voll zu haben? 5. Also 5-mal klicken, dann hat man schon geschafft, oder was? Mhm. Das zweite schon? Ja. Okay. Ich glaube, das dritte waren 7-mal oder so. Vielleicht auch schon 10, ich weiß es nicht genau. Ja, komm, guck mal rein. Leon, geh nicht auf Schweinehintern, das bringt nichts. Safe, Digga. Schweinehintern ist das, wo man anlegen muss. Ich würde lieber Zaubern probieren. Probiere campen, sagten sie. Es wird entspannt, sagten sie. Was bringt jetzt nochmal die Zeitung? Ich hab's nicht verstanden. Kannst du schauen, was dir wie viele Punkte bringt. Oder so. Ja. Was wie viele Punkte? Du kriegst am Ende extra Punkte in so ein paar Kategorien. Ah, und das kannst du in der Zeitung. Konnte man in der Zeitung nicht auch irgendwie nachgucken, was. Was im Angebot ist oder so? Weiß ich nicht.
könnte Niklas sein. Du hast vergessen zu essen. Du bist wirklich gestresst. Ein neues Haustier. Du hast dir dieses Wochenende in einem Antiquitätengeschäft in Chinatown ein neues Haustier gekauft. Notiz an mich. Bade es nicht und füttere es nicht nach Mitternacht. Welcher Film? Remnants. Du bist krank geworden. Du wurdest überfallen. Hä, aber wie viel denn? Ich hab doch gar nichts. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Alles daran, weil du gestresst warst. Schnauze. Das ist echt Stress, oder? Niklas gönnt Stress. Richtiger Stresser. Ist von den Leuten, Ultimate Chicken Horse? Ich glaube vom gleichen... Achso, kann ich gar nicht mit dem Gehalt. Ich glaube von dem gleichen... Von, das ist immer ein Bild von Ultimate Chicken Horse unten links im Fernseher. Ja, ja. Eine kann Süßigkeit sein... zum Zähne ausbeißen. Das hatten wir, glaube ich, schon, oder? Nee, wir hatten was Ähnliches, aber jetzt habe ich schon weggeklickt. ich glaube, das könnte vom gleichen Publisher sein. Scheiße. Dreck! Ist nicht noch genug Zeit, um dich einzuschreiben? Ah, ich weiß nicht, was... Das müsste noch klappen. Ja. So. Oh. Was war... Vexcorp? War das das untere oder das obere? Ich glaube das obere. Hä? Ja. Good job. Oh Mann, ich hab die Runde jetzt schon verloren, Leute, ne? Ich hab die ab der zweiten Runde schon verloren. Jawohl, Alter. Warum die jetzt zweimal, Alter? Warum krieg ich noch einmal so viel Geld? Wird das geändert? Stimmt, warum ist man... Pff, keine Ahnung, ich bin dafür gut, glaube ich. Jo. Ja, Spielspiel oder so. Oh, ich war die Tage übrigens Buhl spielen. Was? Buhl, das wo du so eine kleine Holzkugel hast und dann musst du die schweren Kugeln direkt daneben werfen. Seht ihr die Zeitung auch jetzt? Boccia? Nee. Nee. So wie es heißt? Ja, es heißt Buhl. Können wir uns beide sagen. Ich glaube Boccia ist was anderes. Boccia. Wie heißt das noch anders oder so ähnlich? Boccia ist die italienische Variante des Buhl-Spiels. Okay. Dafür ist Boccia eine paralympische Sportart. Geht nicht. geht nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder nichts gegessen. Digga! Wieder Krankheit oder so? Du let the dogs out. Weil deine Krankheit so wenig ist. Was geht ab, Hugo? Hugo hat auch einen Ball. Dich. Du bist wirklich gestresst? Ghostbusters? Nee, Blasters? Miete ist fällig? Hey. Und du hast vergessen zu essen. Okay. Hast du es weggeklickt, nur weil es auf Englisch war? Ja, aber warum soll ich es denn nochmal vorlesen? Ja, haben es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gehört. Genau. Und wir wollen nicht Englisch reden hören. Basti hat das doch vorgelesen. Ja, auf Deutsch. Ja, aber ich hab's doch auch auf Deutsch.
Also wir haben die gleiche Sprache. Was meinst du auf Englisch? Keine Ahnung, Mann. Ja, weil der Text auf Englisch ist, weil der Song auf Englisch ist, der so bekannt ist. Macht keinen Sinn. Doch, macht aber zu. Keine Ahnung, ich hab dir nicht richtig zugehört. Marcel! Ist der weg? Ist der auf Klo oder irgendwie, keine Ahnung was. Der ist einfach gegangen. Warum wird der nicht ausgeraubt? Mal gucken, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Be gone, fort! Online-Glücksspiele. Du hast das Wochenende damit verbracht, bei niedrigen Einsätzen Online-Solitär zu spielen und du hast die Bank pleite gemacht. Ich. Oh, Schmerz! Yeah! Du musst jetzt meine Miete zahlen. Scheiße, ich hab die Miete schon wieder vergessen. Wow. Egal. Scheiße. Wo vergesse ich denn immer die Miete? Muss ich halt jetzt erstmal hustlen. Tja, jetzt kannst du die Miete nicht mehr zahlen. Also zeittechnisch. Ja. Euch nicht. Durchziehen. Du bist safe nicht nochmal ausgebaut, oder? Ja, wenn, dann sind es dann nur 232. Ja, dann. Geil. Irgendein Bullshit. Ich hab nicht gegessen. Wie viel Cash Money hab ich gerade? Cash Money. Okay. Gib mir das Cash Money. Oh, wie scheiße deine Wohnung aussieht, Alter. Hä? Sieht die nicht von uns allen so aus? Da habe ich nicht den Job gewechselt. War noch nicht einmal in meiner Wohnung drin. Bitcoin geht richtig steil. Hm. Alter, wie viel Geld hast du bitte? Ja, das ist ein bisschen stupid, wie die Bank hier funktioniert. Bitte! Okay. Birnkopf. Ach lol, ich hab noch Zeit. Ich kann noch kurz in irgendeine Richtung rennen. Fass. Du warst fast da. Knappe Kiste. Radio Novela. Hatten wir das nicht schon? Nee. Du hast das Wochenende damit verbracht, kitschige Romantik-Dramen im Radio zu hören. Du kannst kaum erwarten zu hören, welches Durcheinander JR nächstes Wochenende verursacht. Ich hab vergessen zu essen. Das Essen ist irgendwie echt ein Problem für uns. Weiß gar nicht, was ihr habt. Was macht man mit dem Backsphone? Das weiß ich nicht mehr. Aber mit den anderen drei Sachen kannst du durch die Gegend cruisen. Du kannst damit dann von deinem Bankkonto bezahlen. Das heißt, du musst nicht immer Bargeld dabei haben. Ah. Aber locker kannst du damit dann noch ausgeraubt werden. Nee, ich denke nicht. Das glaube ich auch nicht. Nur eine Karte. Ja, richtig scheiße. Kosmischer Konflikt. Du hast dieses Wochenende herausgefunden, dass Außerirdische die Erde überfallen und daran arbeiten, sie gänzlich zu erobern. Nur mal herauszufinden, dass es diesmal nur ein Hörspiel war. Bambusel, Alter. Alter, mir geht's gar nicht so scheiße, Leute. Was ist hier los? Wie geht's dir denn? Wenn du aufwachst und nicht komplett depressed bist. Was ist hier los? Bierkombo. Scheiße. Entspannt. Kann die Welle der Kriminalität weiter? Sie hat gesagt, no time to relax. Das ist der Name des Spiels, ey. Ah, das können wir. Okay. Mietschulden 270, unglaublich. Ach stimmt, ich hab Mietschulden. Leute, Pasti, kannst du mir von diesem Schneeballsystem erzählen? Ich muss da echt. Entschuldigung, ist doch das gleiche, oder? Nur ist es nach unten.